Okay. Ich habe jetzt einen wunderschönen Kaffee gemacht. Und hoffe, ich bin jetzt wach, vielleicht lese ich so ein paar Stündchen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich zocken will. So, ach, dieses Ritual wieder, alles klar. Kaffee tut gerade mega gut. Ich merke schon, dass meine beträchtliche Investition nicht gänzlich vergeudet war. Ja. Seit unserem Treffen in Otrensis bin ich bei schrecklich klarem Verstand und sehr neugierig. Könnt ihr Balrit wirklich einsperren? Der Tod hat mir eine ganz besondere Sicht der Dinge verschafft. Und ich habe natürlich alle Zeit der Welt, meiner Neugier nachzugehen. Balrits Angriffe haben ihn Kraft gekostet. Ihr solltet ihn besiegen, solange er noch geschwächt ist. Ich spüre derzeit, wie er sich in der Caldera des Vulkans regt und Kraft aus den dortigen Lavaströmen zieht. Ja, aber ich bezweifle, dass das leicht wird. Wenn er einen Lavatümpel erreicht, wird Balrit Kraft zurückgewinnen. Da war noch etwas anderes. Lasst euch nicht von ihm anzünden. Ja, das solltet ihr unbedingt vermeiden. Da steht gar nicht Lavatümpel. Da steht Lavabeck. Wie ihr gesehen habt, lieben Skampen das Feuer und die magische Energie, die Balrit verströmt. Seid dort unten für weitere von ihnen gewappnet. Sobald wir seine lodernde Hülle zerstört haben, können wir ihn wieder binden. Und dieses Mal für immer. Für immer. Best Friends Forever, oder was? Der Arschberg. Bis die Ball wird. Okay. Easy going. Der hätte schon HP verloren. Ey, lass das. Zu mir. Sieht Magika aus meiner Aura. Aus wem? Aus ihm hier? Alter, der macht richtig Damage, mein Gefährte. Mach ihn fertig. Nee. Okay, der Dank gebührt meinem guten Begleiter Bastian Hallix, der hat nämlich den Boss gemacht. Beschwört jetzt die Wächter. Berührt Balrits Gefängnis, um sie hineinzuziehen. Ihr habt es geschafft. Die Wächter sind hier. Worauf warten sie? Das werde ich. Ihr Würmer, Sterbliche, brennt endlos in meinen Flammen. Kehrt zu euren Aufgaben zurück. Balrit kann in der Welt der Sterblichen nicht existieren. Ihr müsst ihn wieder einsperren. Wir gehorchen. Vergebt uns, sterblicher Meister. Ey, yo, kein Problem, Alter. Eure alten Schwüre. Nehmt Balrit gefangen. Boah, hey. Für einen Sterblichen habt ihr euch gut geschlagen. Danke. Ihr habt es selbst gesehen. Balrit, der Bruder des Zwists, ist für immer eingesperrt. Er ist an den Aschberg gekettet. Ihr habt das getan.
Ihr habt getan, was ungezählte Magier viele Versuche und viele Fehlschläge kostete. Für einen Sterblichen seid ihr durchaus imposant. Er hat imposant gesagt. Ja, ihr solltet mir danken. Ohne mich hättet ihr es nicht geschafft. Und das ist gern geschehen. Nun geht. Verschwindet von hier. Dies ist kein Ort für die Lebenden. Balred ist für immer gebunden. Kehren wir zum Aschberg zurück. Okay. Ich sag okay. Okay, ist nicht. Aber ich glaube, dass. Okay, manchmal wechselt das Licht, glaube ich, von selbst. Und manchmal, wenn ich halt so viel Bass in der Stimme habe. Und dann habe ich wieder Bass in der Stimme. Und dann habe ich wieder Bass in der Stimme. Siehst du? Geiles Licht, ne? Ihr habt das Unmögliche geschafft. Es war weise von mir, den Stein in eurem Geist zu sehen. Allerdings bin ich auch bekannt dafür, weise zu sein. Okay. Ja, Balred ist besiegt. Habe ich denn die vorhin schon eingesammelt? Agonia, Dunmeer und Nord arbeiten zusammen. Man könnte fast glauben, wir hätten einen Pakt beschlossen. Der Sieg ist wie ein kühlender Regen, oder? Aber der Sturm tobt noch weiter. Balred mag gebunden sein, doch das Bündnis bedroht nach wie vor die Aschlande. Wir haben davon erfahren, dass an der Küste westlich von Ebenherz eine Großoffensive im Gange ist. Truppen des Pakts und des Bündnisses kämpfen nun um das Labyrinth aus Landkorallen, das man Vivex Fanfaren nennt. Vivex Fanfaren? Die Dunkelelfen sehen die Korallen als Geschenk ihres lebendigen Gottes Vivex an. Ihnen zufolge hat er sie im Akavirischen Krieg gerettet. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das Militär des Pakts könnte euer Können und eure Stärke im Kampf gebrauchen. Treibt ruhig den Fluss entlang, mein Freund. Hm. Alright. Ach, das war eine Freundschaftsanfrage. Moment, Kaffee? Ist das Nansche? Moment. Ich muss nur kurz was gucken. Connected. Quasi, dass du Donnerstag auch noch heimkommst, was vom Wochenende hast, dann hast du nicht wirklich die Zeit, da groß irgendwo hinzugehen. Moin. Denken, das ist wie wenn du in den Urlaub fährst. Moin. Vergessen, dass du dann 12 Stunden auf Arbeit bist. Macht es denn wenigstens Spaß? Ja, die Arbeit ist unterschiedlich, also je nachdem. Es gibt Kunden, die willst du lieber weg, und es gibt Kunden, also es ist in Ordnung. Soldat, Eile treibt uns. Meldung, ein. Soldat. Was bringt euch nach Vivex Fanfaren? Streitet in Asche, hm?
Eine weise Echse. Zumindest sagen die Jungs das. Nun, ihr seid hier willkommen. Der Hauptmann hat gerade alle Hände voll zu tun und wir sind uns nicht sicher, wie wir das alles schaffen sollen. Willkommen im Krieg. Wir verlieren aber den Unterschied mit den Vitamins, das merkst du jetzt wirklich, dass wir diese Stellung nicht halten können, bringen sie uns bis nach Ebenherz zurück und nehmen ganz Zabermatt ein. Das ist ein gewaltiger. Ich bin jetzt, ohne dass ich Urlaub hatte und auch relativ wenig Zeit zum Spielen hatte, also ich habe immer bloß Freitag, Samstag meistens gespielt, bin ich jetzt trotzdem schon fast wieder ein Skylevel. Wir verlieren gegen die Plünderer des Bündnisses. Ich weiß nicht, lohnt sich das bei mir, wenn ich Das würde sich schon lohnen, musst halt schauen, dass du Twilight Sky bist, du, ne? Ja. Jetzt nicht so stark wie die Royal Sky, aber sind schon ordentlich, sag ich mal. Da musst du schauen, dass du halt einen, sag ich mal, jemanden findest, der das auch macht und dass er das zusammen macht. Wir müssen die Troik ausschalten. Dann werden die Punkte dann nicht geteilt oder so? Ja, aber es ist besser, als wenn du es alleine machst, oder? Wenn du es nicht schaffst. Ja, jo, klar. Ich weiß halt nicht, ob ich es schaffe oder nicht, aber ich glaube es nicht. Leutnant Galen glaubt, also ich muss sagen, ich habe es mit meinen Altsma probiert, die sind dafür zu schwach. Auch einfach, weil die keine Passis haben und so, die kassieren dann zu viel Damage und was. Wirklich, was zu meinen, also das ist mit dem Sinn mit Bloodpaint schon besser. Rettet Galyn. Ach ja, und lasst euch nicht umbringen. Ja, ich meine, mein SP hat zwar jetzt Passive Skills, aber... Oh, ich sehe es auch immer, dass dann halt viele als Team das machen. Beispiel, ein Sieger sich dann Bloodpaint geben lässt und einfach Vortex stellt und so. Und dann die Alts dabei sind. Leise. Der Feind ist überall. Was wollt ihr? Vor langer Zeit wurde Sadal, der Bruder des Zwists, von einem magischen Artefakt eingefangen. Dieses Artefakt wurde zum Herzen der Koralle. Danach sucht das Bündnis. Alexandra Cornele will es haben. Und was halt dann fehlt, sind die Blattdinger für die Passivs. In der Tat. Die Brüder des Zwists sind die leibhaftige Zerstörung. Flammende Wut. Alles ja, ich brauche jetzt, glaub, irgendwie 700 insgesamt. Nur ja, bloß für die Primal, ne? Alle beschwor die Droik zu ihrer bloß für die Primal. Und dann brauche ich ja nochmal etliche. Dann brauchst du nochmal für die Neverfall. Und ich habe ja die Primal schon fertig, schon lange. Jetzt auch das erste Mal, dass ich, sag ich mal, noch nicht mit den Sky-Leveln fertig bin, wenn die neuen rauskommen. Aber die neuen sollen dafür relativ schnell gehen. Das waren manche jetzt nach einer Woche schon auf Level 5 von 10. Mikrofon aktiviert. Ja, du hast halt die Questline. Ach, Lenny lebt auf. Jo, ich hab Hallo gesagt, aber. man hat da ja die neue Questline, wenn man damit, wenn man Apex Level wird. Und wenn die Questline durch ist, ist man schon direkt Apex Level 4. Also das geht richtig schnell. Ja, so wie es bei Pius war, da hast du eine Questline für alle 10 Level, sag ich mal. Nicht auf jeden Level wieder ein neues, wie es bei den alten war. Da war es dann halt Pierce Sky 3 schon. Ja, genau. Du noch Pierce Sky? Ich bin noch Pierce Sky, ja. Kannst ich habe auch die letzten Tage nicht wirklich gespielt. Jetzt damit AOS? Bin gerade gar nicht online im PvE. War schön, wenn du in den Games. Wollen wir heute Arena machen, oder? Können wir machen, ja. Wenn Alex nicht kommt, können wir mit Nanche gehen. Jetzt stark die halt. Bulle verhauen. Okay, Moment. Ganze 15k hat sie mir gedrückt. Ich habe ein bisschen mehr gemacht. Fast das 20-fache mehr.
geht eigentlich immer am schnellsten hier, so wie ich es jetzt mache. Buff-Squad drin, ne? Und kein anderes bei den Mobs mit. Kriegst du einen vollen Bonus und alle Vita alleine. Dann raus. Ach, ich muss den. Ist das eigentlich noch hier diesen täglichen Code? Ja, das ist noch. Gut. Ich weiß nicht wie lange. Aber ich habe sogar die Woche mal dran gedacht. Letzte Woche hatte ich es total vergessen. Aber ich habe bloß hier Apex und Bpex bis jetzt bekommen und mal ein bisschen Gift, also nichts Gescheites. Ich habe immer halt diese alten Platz bekommen, da diese roten, die ich überhaupt nicht mehr brauche. Ja, genau, die hatte ich auch mal. Die Primal Platz. Genau. Ich glaube, einmal letztes Wochenende hatte ich hier G17 Mats für die Waffe. Aber da fehlen mir dann eh noch die ganzen Skulls fürs Upgrade. War es letztes Wochenende gar keine Trials mit, oder? Ne, weil die Rewards sind einfach nur scheiße. Dafür verbraucht keine Lebenszeit dran. Ist doch behindert, ey. Ja gut, es gibt schon noch ein, zwei Sachen. Also jedenfalls aus den letzten Trials. Hast du das Mount schon? Nö. Das könntest du ja zum Beispiel, aber Boom macht das auch so, dass du drauf bieten musst. Ja, ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie teuer sie das, also auf was für einen Preis sie denn immer kommen. Ich glaube 50 Millionen oder sowas geht es immer. Schon ziemlich. Bei Ego habe ich es damals auch, da haben die quasi ein Losverfahren gemacht. Da hat jeder sich eingetragen und dann wurde aus allen Namen gezogen. Oh, jetzt muss ich auch noch hier erstmal Dings hier holen. Lilililili. Scheiß Blessings noch holen wir. Robin Yahut, das sind es, der war auch mal ein Windy, oder? Jo. Ja, und ich habe gerade mit Ranked 9 Gear die Vita-Mobs auf APS. Okay. Ja, wir haben bloß noch 150.000 Vita zu PS9. Hallo, Moin. So. Meinst du, dass der Alex auch noch kommt heute? Der war vorne auf jeden Fall in ESO online. Also. Oh, ist auch schon ein bisschen her wieder. Aha. Ich muss Nanjo mit uns Arena gehen, die fühlt sich jetzt stark, nachdem sie Wille vorhin hat. Jetzt sind wir auch nicht mehr so hoch im Score. Kannst du es nicht mehr so weit runterziehen. Ach so, macht ihr heute Arena, oder? Aber es wollen wir auf jeden Fall noch laufen. Okay, aber Nanjo geht nicht mit die Verhau des Sins wieder. Nein, ich mach auch nichts, versprochen. Da habe ich letzte Woche fast eine Stunde eine ordentliche Squad für AOS zusammengesucht. War wirklich tipptopp. Nanjo haut vorneweg irgendeinen Mob an und es fehlt. Ja,
Komplett, wir haben dann plus jeder 2500 Vital und 2 Blatt bekommen. Oh. Ich wusste das aber nicht. Nicht übrigens scheiße, dass man das so machen kann. Also das habe ich nicht gewusst. Das habe ich wirklich, ist mir das am Samstag auf Sonntag, oder? Ja. Wir haben nämlich GW am Samstag. Kommst du da, Lenny? Ja, gegen Odyssey. Solstice. Ja, so um 2. Zoom hat erst um 4. Wir haben das ja auch eigentlich. Ja, wenn wir Arena laufen, ist das ja auch die Zeit. Warum bist du das Samstags zu spät? Dann Sonntag aus deinem Rhythmus raus wird nächste Woche, oder? Ich kenne es zum Beispiel noch, jetzt wo ich die Firma gewechselt habe. Dann Montag, wo ich angefangen habe, Bauleiter zu werden und alles, musste ich dann immer alles Montag früh fast selber fahren, weil fast keiner einen Führerschein hatte von den Lehrlingen. Hm. Und da kannst du dann auch nicht sagen, na gut, schläfst du Sonntag halt mal aus. Ja. Dann kommst du vom Sonntag auf den Montag fast vorne zum Schlafen. Dann bist du Montag einfach komplett breit. Ja. Ja, wir werden den wahrscheinlich eh verlieren. Also ganz höchstwahrscheinlich. Ja, bei Pazifisten noch Gilde bei Soulstice. Siehst du das, Lenny? Das Soulstice? Keine Ahnung. Das ist ja Pazifist, seine Gilde. Und das ist ja eher seine Frau, ne? Glaub ja. Weiß nicht, ob da noch irgendwelche Eis von irgendeiner großen Gilde dabei sind. Kann ich echt nicht sagen, ne? Ne, das war ja Equinox, wo der drin war mit den anderen Löwen. Okay. Ich muss eben die Musik leiser machen. Die Huawei FreeBuds 4. Hey. Sound, der einfach sitzt. Jetzt. Das Spirit Stones mal bekommen von den täglichen Boots. Let's Spirit Stones bekommen. Ja, GZ. Denk mal, was Gutes, ja. Hast GZ, du noch irgendwelche genau. Bloody Stones? Für Wit, für die Ringe? Moment, kann ich ihn gucken. Skeptisch aus. Wenn ja, würdest du die gegen Flat Stones tauschen? Eventuell? Muss ja so gucken. So viel Scheiße in der Bank. Bei Magic Defense ist für dich vielleicht besser als Vitality, oder? Ah, meine Idee war ja erstmal auf Dings zu gehen hier, ne? Auf Spirit. Achso, ja, aber das ist ja viel zu teuer. Das ist mega teuer, ich weiß. Ne, ich habe leider keine. Achso, bei Alex hatte mir schon angeboten, dass ich ihm meine Spirit-Steine für Wit-Steine tausche. Okay. Lieber, sag ich mal, 8 Wit-Steine drin als plus 1 Spirit. Ja, gut. Ja, vielleicht gehe ich auch da auch noch auf Wit. Ich weiß es nicht. Entweder Wit oder Magic Dev. Ja, Magic und HP und Physical. Aber Physical bringt dir ja nicht so viel. Ne, Physical bringt mir gar nichts, das stimmt. Also mir sind aber laut Charaktersimulator auch die Vitality Stones besser im Ring. Ja, weil du da noch HP und Magic Defense mitkriegst, ja. Nanja. Aber du musst mal gucken, wenn du gebufft bist, hast du ja eh Cap Defense auf Magic.